Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Charmy-Box aus dem Monat Juli und August, denn die erscheint alle zwei Monate. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Charmy-Box ist eine Box, die, wie gesagt, alle zwei Monate erscheint. Wir haben hier drin Naturkosmetikprodukte, die tierversuchsfrei sind. Tierversuchsfrei, Mensch. Und wir haben auch immer ein Auswahlprodukt mit dabei. Jetzt gerade habe ich im Briefing auch gelesen, dass es eine BB-Cream war. Habe ich mich nämlich nochmal dran erinnern können, denn ich hatte es ehrlich gesagt vollkommen vergessen. Und ich habe zwei Sachen für euch. Einmal ein Code, Claudi10, damit kannst du 10% auf deine erste Box sparen. Und ich habe auch die Möglichkeit, eine Box an einen von euch zu verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ja, da ich Vlog drehe, muss ich jetzt mal kurz auf Pause drücken. Zack. Nicht wundern. Genau. So, die liebe Ina schickt mir schon seit sehr, sehr langer Zeit auch die Boxen zu, sodass ich auch diese Kooperation schon eine ganze Weile habe. Ich bin immer sehr gespannt, was sie sich so überlegt hat, was wir in den Boxen finden dürfen, womit sie uns überraschen möchte. Denn sie hat wirklich auch immer wieder Marken hier drin, die einfach nicht so Mainstream sind und sie sind sehr, sehr interessant. Deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal in die Box hinein, die ab 23,33 pro Box kostet. Und wir haben hier dieses Logo drauf, was so wunderschön ist, hat die liebe Ina auch selber designt. Ne? Das ist ja die Gründerin der Box und das mag ich einfach gerne leiden. Normalerweise haben wir auch das Booklet hier auch mit drin. Da gab es wohl irgendwelche Probleme, deswegen gibt es das jetzt online. Als E-Mail-Anhang, als PDF habe ich das. Und hier habe ich einen Dank. Oh, zwei Kärtchen drin. Einmal Dankeschön, thank you. Oh, wie süß. Viel Freude mit der Box und es kommt mir schon direkt ein sehr zitrischer Duft hier entgegen. Dann habe ich hier einen Veggie Power für Haut und Haar. 5 € Gutschein, falls man da einfach mal etwas nachbestellen möchte. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn die Box bei einem eintrifft. Das ist immer sehr schön in diesem Seiden- oder Butterbrotpapier eingepackt mit dieser Seidenschleife, die ich einfach jetzt mal aufmache. Ich finde, das ist echt schön gemacht. Es wird weitestgehend darauf verzichtet, irgendwelches großes Verpackungsfüllmaterial zu verwenden. Und oh mein Gott, das nenne ich doch mal prall gefüllt. Wahnsinn. Okay, der Duschbrocken ist der hier einfach diesen Duft raushaut. Holla, die Waldfee. Toni Citroni, passt, ne? Feste Dusche. Das ist dieser hier mit 100 Gramm. Ich weiß, dass diese Duschbrocken auch echt beliebt sind. Meine Freundin Sandra, von der ich euch echt oft erzähle. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie schaut nämlich, ich glaube, auch diese Videos tatsächlich recht gerne. Sie bekommt auch immer ganz gerne von mir diese zitrischen Düfte. Ich muss aber sagen, dass wir dieses Jahr im Sommer sehr viele zitrische Düfte in den Boxen drin finden. Und ich glaube, so viel kann die Lady gar nicht aufbrauchen. Ne? Okay, ist auf jeden Fall das Originalprodukt, also quasi das erste Produkt, was quasi in fester Form so rausgekommen ist. Es sieht richtig gelb aus. Oh mein Gott, komm raus, du Feigling, du. Huch, es ist richtig zitronengelb. Oh mein Gott, das ist echt krass. Oh, dieser Duft, ne? Also für mich ist es gar nichts. Ich bin da gar kein Fan von, bin ich ganz ehrlich, weil ich einfach nicht so gerne zitrische Düfte mag. Aber ich weiß, dass sehr viele andere Menschen auf diesem Planeten tierisch drauf abfahren, gerade im Sommer. Deswegen passt es halt, ne? Aber für mich halt nicht. Feste Duschen und feste Produkte finden wir auch gerne in dieser Box, weil es einfach zum Vibe dieser Box passt. Das Ganze ist auch wirklich sehr nachhaltig aufgebaut und das finde ich immer sehr, sehr schön. Dann nehme ich doch mal das Auswahlprodukt. Hier konnten wir uns nämlich die Farbe aussuchen. Und da bin ich sehr gespannt, ob das passt. Von True, T-R-E-W. True, Treve. Treve wird das nicht ausgesprochen. Ist auf jeden Fall französisch. Oh, BB Cream Effet Peau de Pêche Soin Tonté. Mit 5 aktiven marinischen Inhaltsstoffen offensichtlich. Peach Skin Effect Tinted Face Care. 5 Active Marine Ingredients, da steht es drauf. In der Farbe Claire habe ich das hier. Und eine BB-Cream mit 30 Millilitern. Wir können ja mal schauen auf dem Handrücken, ob das funktioniert. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Oh, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Riecht einfach nur nach Creme. Das finde ich sehr angenehm. Und das war ein Reim. Und das könnte funktionieren. Schaut euch das an. Das ist schön, das verschmilzt sehr gut mit meiner Haut und es fühlt sich sehr pflegend an. Och, das finde ich klasse.
Das muss ich auf jeden Fall mal auf dem Gesicht ausprobieren, ne? Mag ich schon mal gerne leiden. Dann habe ich hier einen Duft drin. Ich weiß nicht, haben die sich umbenannt? Juniper Lane. Das ist nämlich Nature Blossom Perfumes in der Farbe Wild Viola. Iris, Veilchen und Vanille. Das schreit meinen Namen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich eigentlich diese ganzen Juniper Lane Düfte aussortiert habe, weil, und jetzt kommt's, die einfach nicht lange noch halten. Aber die Duftkomponenten hören sich immer so toll an. Iris, Veilchen und Vanille. Das ist meins. Eigentlich ist das echt meins. Oh. Und die haben sich umbenannt. Es ist nämlich die Verpackung, die wir halt kennen, ne? Nature Blossom. Das riecht halt echt nach dem, was ich gerne mag. Aber ich bin ehrlich, ne? Die Düfte halten mir nicht lang genug. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich nicht bleiben, aber es riecht so gut. Oh, das ist so ein typischer Duft oder ein typisches Parfum, wo ich sagen würde, das ist ein Büroduft. Weil der ist nicht so aufdringlich, der ist sehr auf die Inhaltsstoffe konzentriert oder auf die Duftnoten konzentriert, die halt auch dort angegeben sind. Also es ist nicht zu wild, also dass man halt zu viele verschiedene Geschichten halt irgendwie hat und da irgendwie im Büro nicht drauf klarkommt, in Anführungsstrichen. Das wäre ein Duft, den ich mir halt quasi im Büro hinstellen würde, wenn ich im Büro arbeiten würde und den dann halt im Laufe des Tages auffrischen würde. Ne? Das ist eigentlich ganz cool. Oder es ist halt auch ein Duft, den man so zu Hause ganz gut verwenden könnte, wenn man halt nicht ausgeht, sondern einfach nur gut riechen möchte. Aber das riecht nämlich so toll. Das ist eher so ein Vielleicht-Produkt. Dann habe ich hier ein Sea Salt Hairspray von Organic, nein, von Hands on Veggies. Die Marke hatten wir auch schon öfters mit drin. Vitamin C, also quasi das Meer ist dann quasi das Vitamin, was uns gegeben wird. Wunderschöne Verpackung. Passt auch super in den Sommer hinein. Einfach, wenn man so eine Beach-Frisur haben möchte. Das texturiert die Haare halt so ein bisschen, schenkt Volumen und macht das Ganze so ein bisschen, ne? Dass man halt so wavy-capavy aussieht. Ich bin halt kein Haarstyling-Mensch, deswegen ist es nicht so meins. Und dann habe ich hier als letztes Produkt, den werde ich aber verwenden, Lady Green Paris, ein Make-up-Sponge. Das finde ich cool, das mag ich gerne leiden. Ich mag sehr gerne Beauty-Schwämmchen. Ich schmink mich sehr häufig und verwende sowas auch einfach ganz gerne. Und lass mich da auch, oh, der fühlt sich richtig gut an. Lass mich da auch immer wieder von neuen Marken inspirieren. Also dieses Violett finde ich schon mal wunderschön. Und dieses Schwämmchen fühlt sich jetzt schon im trockenen Zustand so weich an. Das mag ich jetzt schon gerne leiden. Und das wäre jetzt auch die Box gewesen. Ich persönlich feiere diese Box, weil sie sehr in den Sommer passt. Wir haben einen tollen, leichten Duft mit dabei. Wir haben diesen zitrischen Duft mit dabei, der dann halt für unter die Dusche sehr super ist. Wir haben diese leichte BB-Cream dabei. Also das Ganze ist wirklich eine sehr leichte Box. Diesen wunderschönen Sponge, mit dem man auch die BB-Cream auftragen könnte, wobei ich die eher mit den Fingern auftragen würde. Dann haben wir dieses Sea Salt Spray für die Haare, was einfach passt, ne? Das ist jetzt einfach eine persönliche Präferenz, dass ich da nicht ganz so das Produkt an sich feiere, aber diese Verpackung ist auch wunderschön. Ja, dann wäre es das auch von dieser Box gewesen. Ich finde, dass es eine schöne Sommerbox ist und ja, ihr könnt mir aber auch super gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, da können wir uns gerne mal austauschen. Ja, das wäre es gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!